DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Die klassischen Medien haben ihr Deutungs- und Informationsmonopol längst verloren. In Zeiten des digitalen Wandels stehen sie in scharfer Konkurrenz zu den sozialen Medien und einer Flut frei und oftmals kostenlos verfügbarer Informationen. Sinkende Umsätze im Printbereich beschleunigen den Personalabbau in den Redaktionen, worunter nicht selten die Qualität der Berichterstattung leidet. Auch deshalb misstrauen immer mehr Menschen den Medien. Sie fühlen sich ungenügend informiert oder sogar planvoll manipuliert. Begriffe wie Fake News und Lügenpresse gehören mittlerweile zum allgemeinen Sprachgebrauch. Die sogenannte vierte Säule unserer Demokratie ist nicht nur bedroht, sie wankt. Persönliche Haltungen sind unabdingbar, dürfen aber nicht zur Vermischung von Kommentar und Nachricht führen. Die Werte Andersdenkender müssen stärker respektiert werden, selbst dann, wenn sie dem eigenen Weltbild schroff zuwiderlaufen. Die Medien lügen nicht, aber vereinfachen die Wirklichkeit bis zur Unkenntlichkeit. Das meint Wolfgang Herles, ehemaliger Chef der ZDF-Sendung Aspekte. Seiner Ansicht nach sollten Medienvertreter mehr zweifeln, vor allem an sich selbst. Der Konformismus der Medien reicht vom Spiegel bis zu Springer, von A wie ARD bis Z wie ZDF. Er folgt im Wesentlichen dem Konformismus der politischen Kräfte, CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP. Die wenigen Gegenmeinungen werden mit aller Schärfe als nicht diskursfähig zurückgewiesen. Doch die Zahl der nicht belehrt werden Wollenden nimmt zu. Die Medien zweifeln zu wenig, vor allem an sich selbst. Das wiederum schürt nur den Zweifel an den Medien. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.